So, also ganz ruhig. Tief durchatmen. Keine Angst haben müssen. Erdbebensicheres Gebiet, worauf du dich befindest. Jetzt aber pass auf, ganz ruhig bleiben. Es ist immer wieder, es geht um Selbstbewusstsein. Du musst dich lösen von den ständigen Fragen, was ist richtig, was ist verkehrt, was ist gut, was ist böse. Warum machst du dir nicht einfach mal Gedanken, was jetzt wirklich ist? Jetzt in dem Moment. Und ich kann immer nur wiederholen, du bist ein, was mir jetzt zuhört, ist ein wahrnehmender Geist. Pass ganz genau auf. Mir geht's nur um diesen wahrnehmenden Geist. Mich interessiert in keinster Weise irgendeine Figur in dem Traum von dir. Du bist als Geist, bist du ein Kino und du träumst jetzt. Alles, was da ist und deine Informationen, die sind zuerst einmal das, was real ist. Realität ist praktisch deine sinnliche Wahrnehmung. Und ich wiederhole jetzt nochmal, dass also selbst mit deinem alten Verstand, mit dem Heiger-Verstand, du erst dann was wahrnimmst, wenn es sich in dir befindet. Normal gehst du davon aus, dass da von außen Schallwellen und Lichtwellen kommen, die gehen auf dein Auge, auf dein Ohr und dann geht es in dich rein, in das Gehirn. Aber erst wenn es in deinem Gehirn drin ist, das sagt deine materielle Logik schon, kannst du es sehen und kannst du es hören. Das, was sieht und was hört, ist der Geist, der du bist. Und was jetzt einmal Fakt ist, du bist immer. Du bist das Einzige, was immer ist, unveränderlich. Du bist immer dasselbe Ich. Und was du anschaust, sind immer nur deine ständig verändernden Informationen. Das heißt, wenn du dich jetzt einmal fokussierst, was ist jetzt da, wirst du zuerst einmal um dich herum diesen Körper von dem Heiko spüren. Das ist deine Persona, deine momentane. Okay? Dann hast du vor dir einen Computerbildschirm. Und ich quatsche jetzt einen Lautsprecher an. Das ist die Wirklichkeit. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, nach außen denkst, der ist auch in dir drin, weil das bloß ein Gedanke von dir ist. Bloß ein Brösel. Du existierst, du Geist existierst aber eindeutig auch dann, wenn du nicht an den Udo denkst oder an den Computer denkst. Du existierst auch dann, wenn du nicht an deinen Körper denkst von dem Heiko. Ich könnte jetzt sagen, was ist mit dir, wenn du einfach vor dich hinsinnierst? Wo sind dann deine Beine? Wo ist dein Kopf, deine Arme? All das ist immer nur dann da in dem Moment, wo du es denkst oder wo du es fühlst oder wo du es wahrnimmst. Und was jetzt wichtig ist, Heiko, ich rede hier nicht von religiösem und esoterischem Geschwätz. Das ist das, was du beschwören kannst, was dir bewusst werden muss. Es ist alles ganz anders, wie du bisher geglaubt hast. Für wahr zu halten, das ist das Ego. Das Ego wehrt sich. Das Ego wehrt sich unheimlich, es will sich am Leben erhalten. Das ist das, weil du glaubst, wenn das weg ist, bist du nicht mehr. Und das ist natürlich immer der Unterschied, darum erkläre ich dir das ja. Und du merkst, es ist unheimlich viel. Du kannst die einfachsten Sachen, wo du irgendeinen Menschen erklärst, musst du ja oft 10 Jahre wiederholen, bis er das einigermaßen checkt, dass das die Wirklichkeit ist. Und was jetzt ganz wichtig ist, ich kann nur dich Geistesfunken heimholen. Den Heiko, den du dir jetzt ausdenkst, und ich mache dir jetzt keine Angst, dieses Problem, Heiko, diese Person, das Problem dieses Menschen und der Person, das wird sich ganz von selber auflösen, ob du willst oder nicht. So wie sich zum Beispiel, jetzt denke mal jetzt an einen 16-jährigen Heiko. Denke mal, wie du das erste Mal groß verliebt warst. Ich habe jetzt nur mit Worten, löse ich Vorstellungen in dir aus, in deinem Kind. Was ist von dem jungen Burschen noch über? Nichts mehr. Es ist ein Gedanke. Und du wirst irgendwann begreifen, dass der jetzige Heiko genauso ein Gedanke ist. Wenn du dich einmal frei machst von all dem intellektuellen Wissen, das ist ja, du bist ein Mensch und der Mensch ist eine Lebensgeschichte. Das ist ein Buch. Und du musst wissen, dass dieses Buch, das du zurzeit durchdenkst als Geist, das ist wie wenn du ein Buch liest, dass das einmal zu dem Menschen gehört, nicht nur diese Person, Heiko, die sich jetzt in deiner Logik vom Säugling bis zum Greis ständig verändert, das ist dein Leben, sondern da ist ja noch wesentlich mehr in dem Buch. Da sind ja auch noch andere Personen. Das heißt, der Mensch ist nicht nur Bezug jetzt, was der Materialist glaubt, dieser Fleischklops, sondern der Mensch ist eine ganze Lebensgeschichte und alles, was in dem Buch beschrieben wird, deine Bekannten, deine Eltern, die du dir ausdenkst, deine Arbeitskollegen, all das ganze Zeug sind Charaktere in dem Buch, das du bist. Die Person, die du zurzeit zu sein glaubst, ist bloß der Stand, wie weit du das Buch schon gelesen hast. Kannst du es ungefähr nachvollziehen? Jetzt rein mit deinem Intellekt, das geht.
Es ist also dein Intellekt, und um mit dir zu kommunizieren, kann ich definitiv bloß in deiner Sprache reden. Wenn du mit einem Basic-Computer kommunizieren willst, kannst du nur Basic reden. Darum weise ich immer wieder darauf hin, dass alles, was ich dir jetzt erkläre, vorläufig ist. Ich bin gezwungen, in dieser Sprache zu sprechen, sonst wirst du von mir nicht verstanden. Aber Windows ist nochmal ganz anders. Und wenn du frei werden willst, wenn du ruhig werden willst, das ist das Allererste. Es geht hier nicht um intellektuelles Wissen, dass du Wörter auffächern kannst. Das sind alles solche Sachen, das musst du alles noch nicht wissen. Du musst erst einmal wissen, was du selbst bist. Du musst dir bewusst machen, was bin ich? Und dann wirst du feststellen, das sind drei Ebenen. Im total unbewussten Zustand glaubst du, du bist der Körper. Das ist das kleine blaue Ich. Ich mache das einmal so, okay? Und da ist jetzt eins drüber. Das heißt, was du normalerweise machst, sind Selbstgespräche. Das ist jetzt, wenn wir mal zurückgehen auf diesen Film Revolver, diese Szene in dem Fahrstuhl, da musst du wissen, dass das in erster Linie dein normales Alltagsselbstgespräch ist, ein Gespräch zwischen dem großen blauen Ich und dem kleinen blauen Ich. Warum tust du dir das an, Jake? Es ist viel zu eng. Wir müssen hier raus. Du stirbst in dieser Enge, Jake. Jake, wir müssen hier raus! Wir müssen hier raus! Ben, lehnt sich auf zu! Stecken fest! Stecken fest, Jake! Ich hab Angst. Oh, es ist unsicher raus. Muss ich hier raus? Ich kann dich hören. Es ist hier raus. Raus! Ich kann dich hören. Was? Ich kann dich hören. Ich bin dir auf den Fersen. Und was ist mit den guten Zeiten, Jake? Wir sind ein Team. Beste Kumpels, Jake. Du willst mich loswerden? Was für ein Leben wäre das ohne mich? Kannst du dir ein Leben ohne mich vorstellen? Nein, weil so ein Leben nicht existiert. Reden die über mich, Jake? Nein, weil ich gar nicht existiere. Erzähl ruhig einfach von mir, Jake. Ich beschütze dich. Ich beschütze und kontrolliere dich. Wenn ich sage, tu es, dann gehorchst du. Wenn ich sage, du hast Angst. Hast du Angst? Du hast auf Leute von der anderen Seite gehört, Jake. Auf Leute, die dich verletzen wollen. Auf neue Leute. Neue! Nicht alte Freunde wie mich. Leute, denen du nicht vertraust. Aber ich war schon immer dein Freund von Anfang an. Schaff sie dir vom Hals, Jake. Ein für alle Mal. Sie sind der Feind. Nicht ich. Sie sind neu. Ich bin alt. Ich bleibe. Sie gehen. Ich sage, tu es. Und du tust es. Ohne mich. Schwach. Wir gegen sie, Jake. Sie gegen uns beide. Ich werde dich loswerden. Du willst mich loswerden, Jake? Willst mich zu deinem Feind erklären? Du willst mich wirklich loswerden? Wirklich? Du willst mich loswerden? Mich? Bumm, ha, hi. Ha! Immer noch da, Jake! Wie lange hab ich mich um dich gekümmert? Du kannst das ohne mich nicht gewinnen. Nein, 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 nein. Und weißt du auch warum? Ich bin du. Du bist nicht ich. Sein größter Schachzug war es, sie glauben zu machen, er sei sie. Du bist nicht ich. Ich bin du! Du bist nicht ich. Hör auf damit, Jake! Ich bin dein bester Freund! Ich bin du! Das ist, wenn in dir zum Beispiel aufdacht, Mensch, ich könnte jetzt zum Essen gehen oder was mache ich jetzt? Oder jetzt muss ich auf ein Klo. Und da ist ein Ich, das denkt und praktisch dieses Ich
unterscheidet sich nicht von seinem Körper. Kannst du ungefähr folgen? Du sagst zum Beispiel, ich sehe doch, dass ich älter geworden bin. Jetzt muss dir aber klar sein, dass dieses Ich, das behauptet, ich sehe doch, dass ich älter geworden bin, wobei jede Information immer nur hier und jetzt ist, dass dieses blaue Ich, das ist der Mensch, das große blaue Ich, das ist ein Programm. Betrachte das einmal wie ein Film oder wie ein Programm, dann wird es komplexer und der Heiko ist eine Figur auf dem Bildschirm, das von dem Programm aufgeschmissen wird. Du bist ein Einfallspinsel, Heiko. Und ein Einfallspinsel ist wie ein träumender Geist. Ein Pinsel kann sich nicht raussuchen, was er malt, und ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass der träumende Geist niemals sich selber sehen kann. Ich rede jetzt nicht, wenn du jetzt an einen Heiko denkst, der da liegt und schläft, ist es ja schon auf der Leinwand. Das heißt, der Pinsel, um das, die Metapher nochmal parallel laufen zu lassen, der Pinsel, der Einfallspinsel, der du bist, der schaut immer das an, was er selber malt. Du siehst nur das, was du selber malst. Der Pinsel selber kann sich nicht sehen, genauso wenig wie der träumende Geist sich nicht sehen kann. Wenn der träumende Geist sich sieht, ist das, was er sieht, schon eine Figur in seinem Traum. Ich könnte jetzt das so ausdrücken, pass auf, wenn der Pinsel an sich selber denkt, malt er einen Pinsel. Und du musst jetzt begreifen, dass der Pinsel, der auf der Leinwand auftaucht, nicht der Pinsel ist, der malt. Jetzt denk mal an Heiko. Du bist der Geist, der sich in Heiko ausdenkt. Aber nicht der Heiko. Du existierst, du Geist existierst nämlich auch dann, wenn du nicht an den Heiko denkst. Das sind Fakten. Hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Das wird dir irgendwann einmal bewusst. Es gibt keine Möglichkeit, Heiko, dass du in irgendeiner Form überprüfst, ob dieser Körper Heiko existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Weißt du wieso? Weil wenn du nicht an den Körper von dem Heiko denkst, existiert der Körper nicht. Und du kannst immer nur das wahrnehmen, was als Information vorliegt. Egal, ob jetzt das feinstofflich ist, also eine Idee, und immer dran denken, Idee heißt ja auf Griechisch Idea, äußere Erscheinung, Form. Letztendlich ist die ganze Welt, die du dir ausdenkst, sind nur deine Ideen. Und all diese Sachen sind jetzt zwei Möglichkeiten. Nimm das wie im Internet. Das Internet ist ein Riesenverbund von Möglichkeiten, aus denen du Bilder entfalten kannst oder Melodien oder Geräusche entfalten kannst. Solange du das nicht denkst, ist es ein Kontinuum, ein statischer Komplex, eine Einheit ohne Trennung. Und erst durch das, dass du gewisse Adressen anfokussierst, tauchen Bilder in dir auf. So wie in einem Computer auf dem Bildschirm Bilder auftauchen. Und du wirst jetzt feststellen als bewusster Geist, dass wenn du an einen Computer dir mal denkst, das ist ein Gehäuse, ein Computerchip, eine Software mit Daten und ein Bildschirm. Und dir ist vollkommen klar, dass das dumm ist, also geistlose Materie ist. Diese Maschine weiß nicht, was sie macht. Sie ist jetzt in dem Verbund mit, als User in dem Verbund eingebunden und auf dem Bildschirm wird immer nur das auftauchen in dem speziellen Computer, was die Daten und die Software hergibt. Der kann auch ins Internet gehen, das macht aber nur, wenn irgendein Programm ihm das vorschreibt, nach einem Update zu suchen unter der und der Adresse. Ein Computer wird von sich aus niemals irgendeine fremde Internetadresse anwählen, die nicht auf sein Programm, die ihm das Programm nicht vorschreibt. Stimmt oder stimmt? Und der Computer, wie gesagt, ist ein Automat, er weiß nicht, was er tut und warum er das macht. Ist vollkommen geistlos. Wenn das überhaupt einer weiß, was der Computer macht, dann ist es der Mensch, der vor dem Computer sitzt. Ich drücke mich jetzt einmal einfach aus, das ist jetzt erst einmal der Person vom Computer. Jetzt wirst du feststellen, dass dieser Mensch vom Computer auch der Inspirator für den Computer ist. Der inspiriert den Computer, weil dieser Mensch kann dem Computer neue Internetadressen geben und eine neue Software rausladen, wobei zwangsläufig in den Computer vollkommen neue Bilder, neue Geschichten auftauchen. Aber jetzt beobachten wir mal den Menschen. Ist der Mensch im Prinzip nicht dasselbe wie der Computer? Du denkst, du Geist, denkst dir nämlich den Computer aus und du denkst dir den Heiko aus, der vom Computer sitzt. Und dieser Heiko, den du dir ausdenkst, der ist ein Körper mit einem Gehirn, das du dir ausdenkst, mit einem gewissen Wissenglauben, mit einer Software, die du dir ausdenkst und mit einem Bewusstsein, was jetzt symbolisch dem Bildschirm entspricht. Das ist These und Antithese und erst die Synthese, der Geist, der sich das ausdenkt, das bist du. Und du bist immer. Also vor was hast du Angst? Du machst dich selber verrückt, weil du nämlich schwätzt deiner Logik, was dir logisch erscheint, und was du auf dich immer wieder geschrieben hast, du bist noch logisch als Heiko, aber du bist noch nicht geistreich. Logisch ist nicht geistreich, ein Computer ist logisch. Wenn du Intellekt bewundern willst, Heiko, dann setzt du dich vor deinen Computer und du wirst feststellen, du kannst den, egal was du den fragst,
weiß dir eine Antwort drauf. Das Schöne ist sogar 1000 verschiedene. Und jetzt ist es ganz einfach, dass es doch wieder an dir hängen bleibt, dass du letzten Endes dann doch immer wieder entscheiden musst, was richtig und verkehrt ist. Und das entscheidest nicht du, sondern deine derzeitige Logik. Aber das ist erst einmal das Sekundär. Das Erste, was du anstreben sollst, ist Angstfreiheit. Das ist immer die Sache mit den Gedankenwellen. Was ist das Gegenteil von Angst? Du weißt, so ein Wellenberg hat immer ein Wellental. Sobald du dir gute Menschen ausdenkst, sind automatisch im Hintergrund schlechte. Wenn du sagst, jetzt ist es Tag, jetzt ist es hell, ist es im selben Moment Nacht. Du hast die Selbstgespräche und die Videos oft genug gesehen. Ich will mich nicht laufend wiederholen. Wenn ich jetzt sage, du denk dir mal, du kennst doch die Geschichte, wenn ich sage, denk dir mal, dass jetzt hier 3 Meter vor dir von der Zimmerdecke ein Fußball an den Faden runterhängt. Kennst du das Beispiel? Also pass auf, du denkst in deiner Fantasie, denkst du dir jetzt einmal aus, vor dir im Zimmer hängt von der Zimmerdecke an den Faden ein Fußball runter. Und diesen Fußball strahlen wir mit einem Scheinwerfer an. Dann ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. Okay? Gleichzeitig. Und jetzt drehen wir den Fußball um die Fadenachse. Ändert das was an hell und dunkel? Eine Seite ist hell und eine Seite ist dunkel. Jetzt denken wir uns auf diesen Fußball mal ein winzig kleines Äffchen drauf und wir denken uns, dass dieses Äffchen eine eigene Wahrnehmung hat, dann wird dieses Äffchen ja den Eindruck, auf dieser drehenden Fußball den Eindruck haben, dass es einmal hell ist und einmal dunkel ist. Wobei aber Fakt ist, in Wirklichkeit sieht es so aus, immer wenn das Äffchen sagt, jetzt ist es hell, ist es im selben Moment auch dunkel, bloß auf der Kehrseite. Und wenn es glaubt, es ist dunkel, ist es im selben Moment hell. Das Äffchen sagt aber, es war vorher dunkel. Kannst folgen? Es ist niemals vorher dunkel. Es ist von einer Gedankenwelle, Heiko, siehst du immer nur eine Hälfte. Das ist immer ein Chat. Du hast noch nie in deinem Leben Wetter gesehen. Wetter ist ein Chat, eine Kollektion, und sobald du was siehst, siehst du entweder Sonnenschein, Regen, Schnee, Graubel. Du hast auch noch nie eine Tasse gesehen, die auf dem Tisch steht. Die Tasse ist wie das Wetter. Sobald du was siehst, bist du in einer Perspektive. Henkel rechts, Henkel links, Henkel in der Mitte. Die ganze Tasse kannst du nicht sehen, du kannst nur verstehen, was die Tasse ist. Wenn du weißt, was Wetter ist, weißt du, wie viel, unendlich viele Sichtweisen das beinhaltet, und wenn du weißt, was die Tasse in der Mitte auf dem Tisch ist, weißt du das auch. Und du bist die Tasse, Heiko. Du bist die Tasse, die alles beinhaltet, was du dir ausdenkst. Und jeder Gedanke, den du dir denkst, der taucht aus dir auf, der kommt nicht von außen. Und du wirst irgendwann einmal merken, dass zwischen deinen Gedanken, das würdest du ja jetzt nicht bezweifeln, dass jeder Gedanke, der dir einfällt, der in dir auftaucht, aus dir kommt, dass letztendlich eine sinnliche Wahrnehmung genauso eine Information ist wie ein Gedanke, bloß feststoffliche. Und das Problem besteht darin, umso mehr du Realität wahrnimmst, das ist die hochkonzentrierteste Form von Geist. Wenn das real wird für dich, also sinnlich wahrgenommen, kommst du immer mehr in die Vergessenheit. Das ist das Eigenartige dran. Jetzt zum Beispiel in dem Moment, wo du hier einen realen Computer vor dir siehst und hier dich der Udo zuquatscht, was ja letztendlich nur ein Lautsprecher ist, wenn du bewusst bist, wo ich immer wieder sage, mach dir bewusst, was jetzt wirklich da ist. Wenn du eine Zeitung in die Hand nimmst, was ist die Wirklichkeit? Die einzige Realität, die in dem Moment existiert, ist der Heiko, den du beobachten kannst, der ein Fetzen Papier in der Hand hat und Worte anschaut. Und jetzt passiert natürlich was sehr Eigenartiges. Der Heiko ist ja ein Programm. Er wird jetzt aus jedem Wort, das er sieht, oder dann im normalen Alltag, Geräusche sind ja auch Worte, wird in dir eine Vorstellung auftauchen. Und die Vorstellung steht und fällt mit einem Schwamminhalt, den du zurzeit hast. Kannst du es nachvollziehen? Den Schwamminhalt konntest du dir nicht raussuchen. Du machst so ein trauriges Gesicht. Den du dir beobachtest, geht schlecht. Aber jetzt ist die große Frage, kann irgendeine Information von dir Schmerzen haben? Das ist nett, das ist hochspannend. Da ist immer wieder die Sache, da kommt jetzt deine Freiheit. Worin liegt deine Freiheit? Deine Freiheit liegt nicht darin, dass du dir raussuchen kannst, was du träumst, Heiko. Deine Freiheit besteht darin, dass du zuerst einmal begreifst, was du selbst bist. Und wenn du begriffen hast, was du selbst bist, dann musst du dich fragen, was soll das Ganze? Und dann würde ich dir jetzt sagen, dass zuerst einmal
Ein Film, ich drücke mich ja mal sehr einfach aus, ein Film, den du dir anschaust oder ein Buch, das du liest, diese Erscheinungen haben keine Qualität. Das heißt, die sind einfach. Qualitäten, empfundene Qualitäten entstehen erst durch das einseitige Wertesystem des Beobachters. Das heißt, egal welchen Film du dir jetzt ausdenkst, ich zeige dir Leute, die sagen, der ist klasse und andere sagen, der ist scheiße. Okay, und jetzt, das ist der blaue Mensch Heiko. Und was ist das Wesentliche an einem Film? Das Wesentliche an einem Film, Heiko, ist schlichtweg und einfach, dass er dich unterhält, dass er interessant ist. Es ist wurscht, ob du dir einen Krimi anschaust, einen Liebesfilm, eine Komödie anschaust. Wenn du nach einem Film sagst, das war jetzt klasse, das hat mich unterhalten, es hat Spaß gemacht, vielleicht ich habe was gelernt, dann ist er gut. Also du definierst ja gute Filme nicht, indem dass du sagst, nur Liebesfilme oder Komödien sind gute Filme und Actionfilme und Krimis, Horrorfilme sind schlechte Filme. Okay? Und jetzt ist es ja so, dass du, wenn du jetzt einen Film und den Film, den du dir zurzeit anschaust, ist das Leben von Maiko. Und ich werde das Gefühl nicht los, ohne jetzt da was in dich hineinzuprojizieren, dass du findest, das ist ein Scheißfilm. Du strahlst es förmlich aus, Heiko. Also pass mal auf. Und jetzt ist das Schöne, da der Film keine Qualitäten beinhaltet, sondern die Empfindungen, die Qualitätsempfindungen von dem Film, von dem werdenden Beobachter, das macht die Maske, die du zurzeit trägst. Das ist dein Werte- und Interpretationssystem. Das ist der blaue Heiko, der sich selber in dem Film befindet. Als ein Bewusstsein drüber. Und jetzt kommt deine Freiheit, wenn du das beobachtest. Und du weißt, ich nenne das Tierchen gucken. Was meine ich unter Tierchen gucken, nenne ich das. Was meine ich unter Tierchen gucken? Ein Tierforscher ist eine Stufe höher, der sitzt in einem Versteck und der wird von den Tieren nicht gesehen, sonst würden ja die erst gar nicht auftauchen an dem Wasserloch. Und der beobachtet einfach nur Tierchen. Und der Tierforscher will an den Tieren nichts verändern. Er will die nicht dressieren, umerziehen, er will die so lassen, wie sie sind, natürlich. Das Einzige, was er will rauskriegen, wie funktionieren die Tierchen. Brutverhalten, Fressverhalten, Sexualverhalten, er beobachtet es nur. Er wird auch nie sagen, dass irgendein Tier was richtig macht oder was verkehrt macht oder ein Tier gut oder böse ist, weil diese Kreaturen haben sich nicht rausgedrückt, dass sie so sind, wie sie sind. Du weißt doch, warum frisst ein Löwe kein Gras, sondern kleine Gazellen? Weil ich einen Löwen erschaffen habe und keine Kuh. Okay, und jetzt pass auf, ich gebe dir nochmal eine andere Erklärung. Weil die Gazellen zum Fressen gern hat. Der Materialismus, nehmen wir mal die Symbolik, der Materialismus dreht alles, was die geistige Welt positiv sieht, sieht aus der materialistischen Sichtweise negativ aus und umgekehrt. Das ist ein Gesetz, das kannst du immer machen. Das heißt, alles, was der normale Heiko, dein normales Heiko-Programm ist noch materialistisch. Alles, was du als Heiko mit einer Logik als schlecht ansiehst, ist an und für sich das Beste, was es für dich gibt. Und alles, was du anstrebst, was du meinst, was gut ist, ist eigentlich schlecht für dich. Kommen wir zu den Löwen nochmal zurück. Dieses Fressen und Gefressen werden ist kein grausames Gesetz, sondern Liebe heißt eins machen, sich absolut eins machen wollen. In jeder Beziehung. Das ist dieses, ich hab dich zum Fressen gern. Wenn du mit was eins bist, ist kein Unterschied mehr da und da du nur Unterschiede wahrnehmen kannst, kannst du das auch nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, ich bin dann mit dir eins, wenn du nicht an den Udo denkst. Jetzt in dem Moment ist der Heiko, wir nennen mal dich Geist Heiko, ich meine jetzt nicht den Heiko, den du dir ausdenkst. Jetzt in diesem Augenblick bist du hundertprozentig verzweifelt. Hör zu. VR, die Verbindung des Erwachten, sind 2F. Ver2F in L. Das sind zwei Facetten, zwei Face, zwei Gesichter in L, weil du denkst jetzt den Heiko und den Udo aus. Drum bist du verzweifelt. Ist das was Negatives? Das, was du jetzt führst, ist ein Selbstgespräch. Oder zumindest unterhältst du dich mit einem toten Stück Materie, mit einem Lautsprecher. Jetzt ist natürlich hier, es ist so. Du bist jetzt ganz allein, schau dich doch mal um, ist da noch irgendwo ein anderer Mensch? Und den Udo, den du dir ausdenkst, der ist in dir drin. Also verwechsel bitte nicht den Udo, den du dir ausdenkst. Ich sage immer wieder, die Figur Udo, die du dir ausdenkst, ist nur ein Brösel in deinen Traum. Ich erkläre dir nicht, wie genial dieser Udo ist, den du dir ausdenkst. Ich versuche dir beizubringen, wie genial du selbst bist. Du bist doch der Geist, der sich das alles ausdenkt. Du Geist bist das Mächtigste in deiner Welt überhaupt. Es dreht sich alles um dich. Das ist dieser Wirbelsturm.
Und das Schöne ist, da du zurzeit dich in einer Matrix befindest, kannst du keinen Fehler machen. Denk dir mal an Säugling jetzt in deiner Logik in einer Gebärmutter. Hat es irgendeine Freiheit? Kann es sich raussuchen, in welcher Gebärmutter es sitzt? In welcher Matrix? Kann dieser Säugling sich raussuchen, wenn ich jetzt so, kennst du auch Matrix, was er über die Nabelschnur eingespielt bekommt? In dieses Home-Kino? Kann sich dieses Wesen, das in dieser Matrix wächst, heraussuchen, welche Augenfarbe es hat und was es einmal wird, wenn es geboren wird? Du, wenn geboren wirst, wirst ein großer, mächtiger Gott sein. Du weißt es bloß noch nicht. In der Matrix weiß man das noch nicht. Macht dann Angst, ne? Weiß ich, muss dich auch durch. Hey, habe ich dir schon mal gesagt, dass ich du bin? Ich bin das, was du sein wirst, wenn du aufgehört hast zu glauben, nur der Heigott zu sein. Und das passiert ganz von alleine. Du musst dir keine Gedanken machen. Du kannst überhaupt nichts im klassischen Sinn falsch machen. Entweder machst du was richtig oder du lernst was. Und lernen tut nicht der Heigott, den du dir ausdenkst, sondern der Geist, der mir jetzt zuhört. Betrachte doch dein Leben einfach wie ein Spaziergang durch einen Zoo. Und ich sage immer wieder, in dem Zoo hast du am Eingang hast du einen Streichelzoo für die kleinen Kinder. Da sind Meerschweinchen und Kaninchen, die will man drücken und die will man knuddeln. Wie sagt man, die sind lieb. Und wenn du jetzt weitergehst, kommen die dir fremd erscheinenden Kreaturen. Die gefährlichen, die Stinker, die giftigen. Aber sind die nicht genauso interessant zu beobachten oder für einen Erwachsenen noch viel interessanter zu beobachten wie die Kuscheltiere vorne? Würdest du welche Meerschweinchen und Kaninchen in den Zoo gehen? Und würdest du eine dieser Kreaturen vorwerfen, dass es so ist, wie sie ist? Oder willst du eine dieser Kreaturen verändern? Wie sieht jetzt das aus, wenn du den Heigo nimmst in seiner Heigo-Welt mit all den Kreaturen, all den Personen, diesen Masken, diesen Figuren, die du dir ausdenkst? Denk einfach einmal jetzt an Heigo. Bist du nicht laufend noch dabei, den Heigo zu verändern? Weil du nicht einverstanden bist mit dem Heigo, so wie er in dem Traum einfach sein muss? Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass du den Heigo veränderst. Es geht darum, dass du der Beobachter wirst von dem Heigo. Das ist das Tierchen. In dir tauchen Tierchen auf und verschwinden Tierchen. Aber ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten, das ist der Heigo. Und das gefällt dir nicht. Das ist, wo willst du hin? Das gibt es hier und jetzt. Das ist das große Problem. Du glaubst, in der Zukunft was zu erreichen, was eigentlich schon da ist. Und weil du glaubst, du findest das in der Zukunft zu finden, wirst du es nicht finden. Du wirst deinen ewigen Frieden, wirst du nicht morgen erreichen, nicht übermorgen, nicht in 10 Jahren, nicht in 50 Jahren. Und du wirst auch nicht morgen oder in 10 Jahren oder in 50 Jahren sterben. Wenn du stirbst, stirbst du jetzt. Weißt du, Kleiner, wenn du ein Meister des ewigen Lebens geworden bist, dann wirst du von Augenblick zu Augenblick SD erben. Und dadurch zwangsläufig von Augenblick zu Augenblick in einen neuen Körper wiedergeboren. Das bedeutet Holofini. Es gibt kein Vorher und kein Nachher. Du kannst ohne Größenwahn Folgendes von dir behaupten. Ich weiß alles, was in der Vergangenheit war. Ich weiß alles, was in der Zukunft passieren wird. Und ich weiß alles, was in der Gegenwart jetzt ist. In der Vergangenheit war überhaupt nichts. Es gibt bloß hier und jetzt. Und die Vergangenheit, die ich jetzt denke, mir in die Vergangenheit denke und ich glaube, dass das in der Vergangenheit war, bin ich schon wieder eingeschlafen. In der Zukunft wird nie irgendetwas passieren. Alles, was in dir auftaucht, kann immer nur hier und jetzt in deinem Bewusstsein in Erscheinung treten. Ob jetzt das der Computerbildschirm ist, den du jetzt in einer gewissen Entfernung vor dir siehst, es ist deine Information. Ob das der Udo ist, den du dir jetzt ausdenkst, es ist deine Information. Ein ständiger Wechsel, das sind deine Gedankenwellen. Und das Einzige, was dabei absolut unveränderlich immer gleich bleibt, das ist der Geist, der mir jetzt zuhört. Du bist schon immer dasselbe Ich gewesen. Bloß umso enger deine Maske wird, wenn du jetzt zum Beispiel dich zurückdenkst, das ist wie wenn du in ein Buch zurückblätterst. Du kannst in dem Buch zurückblättern, hier und jetzt. Wo ich sage, denk mal, das erste Mal verliebt warst. Erste Mal hier diese sexuellen Anfälle, wo du hast und so weiter, die Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, denkst. Du kannst es nur jetzt denken. Es ist immer nur jetzt da. Dann wirst du feststellen,
dass der Heiko, der hier Probleme hatte, den du dir jetzt ausdenkst, dieser 16-jährige Heiko, hinter dieser 16-jährigen Maske ist das komplett dasselbe Ich, das jetzt noch da ist. Es hat sich überhaupt nicht verändert. Und wenn du jetzt erleben solltest, ich hinter einer Maske eines 60-Jährigen oder eines 70-Jährigen, wirst du feststellen, du bist immer noch dasselbe Ich. Pass auf, ich mache das einmal raumzeitlich für dich. Wenn jetzt diese Handvoll Menschen, von der Unmenge an Menschen, die du dir ausdenkst, und ich bleibe jetzt einmal gezielt raumzeitlich, wir denken uns jetzt einmal eine Handvoll Menschen, wo ich behaupte, die sind über den Gröbsten draußen. Mach einmal im Verteilnis zum Beispiel der Inge Schmick. Die ist Mitte 70. Eine extrem reife, weise alte Frau. Und dann gehe ich hin und dann sage, Inge, du Geist, der du mir jetzt zuhörst, hast du das Gefühl, einen Hauch älter geworden zu sein wie vor 10, 20, 30, 40 Jahren? Und dann schaut mich die zwei Schildkrötenaugen an und sagt, du, kein bisschen, ich bin komplett der helle, wache Geist, der ich immer war, so wie ich mich schon immer gefühlt habe, so wie der Heiko sich schon immer gefühlt hat. Unabhängig davon, was ich für einen Körper mir um mich herum denken muss zurzeit. Das ist das Geheimnis, was zurzeit bei dir eingespielt wird, ist zum Beispiel Alzheimer. Das ist ein Riesen, wieder was ganz was Negatives, ein Gesprächsthema, wo ich dich zurzeit konfrontiere, aber schau dir mal das Wort an. AZ, Gott gebiert, Heim ist Hayom, im Meer. Und wenn du der Gott bist, der immer ist, dann weißt du, ich habe in den letzten Updates erklärt, den Unterschied zwischen Erschaffen und Schöpfen. Kannst dich erinnern? Es sind im Hebräischen das zwei verschiedene Wörter. Ist Alzheimer, ist positiv. Pass auf, im Hebräischen gibt es zwei verschiedene Wörter für Erschaffen und für Schöpfen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du das begreifst. Erschaffen sind erweckte logische Affen. Die erschaffen um sich herum Raum und Zeit. Das heißt, du liest einen Text und dann wirst du dir automatisch aufgrund dieses Textes, den du dir jetzt denkst, vollkommen unbewusst eine Vergangenheit erschaffen. Du musst dir nur lesen vor 1000 Jahren oder vor 2000 Jahren oder die Dinosaurier vor so und so vielen Millionen Jahren. All das, was du dir liest, sind Gedanken, die du jetzt denkst, aber du bist in dem Moment, wenn du Erschaffen tust, ein erweckter logischer Affe bist. Ist dir das nicht mehr bewusst, dass du letztendlich nur hier und jetzt deine eigenen Informationen anschaust und du verstreust dir diese Gedanken, wie hier und jetzt deine Information ist, nicht Außeninformation, um dich herum in Raum und Zeit. Stimmt oder stimmt? Und jetzt pass auf, Schöpfen heißt, schöpferisch werden heißt, dass dir bewusst wird, dass jeder Moment, der in dir auftaucht, jede Gedanke, wozu auch jede sinnliche Wahrnehmung existiert, dass jeder dieser Gedanken hier und jetzt aus dir geschöpft wird, nie vorher existiert hat. Rein als Seinsmöglichkeit. So wie die Wellen in einem Meer, alle Wellen tauchen aus dem Meer auf. Aber diese Erscheinung Welle als Ding an sich befindet sich nicht im Meer selber. Was ist eigentlich eine Welle? Wasser, rotes Wasser. Es bleibt immer dasselbe Wasser. Du bist immer derselbe Geist, egal welche Form du annimmst. Ja, du kannst jetzt aus dir was schaffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, schau mal zur Tür hin und schau die Türklinge an. Schau mal, geh zur Tür hin. Mach. Wo war die ganze Zeit? Jetzt schau in den Heiko, was jetzt wichtig ist. Du sollst rauskriegen, wie das Programm Heiko funktioniert, ohne was verändern zu wollen. Du schaust jetzt einfach in den Heiko rein und schaust, was der Heiko glaubt. In dir mehrere Facetten auftauchen. Ein Bewusstsein, ein Kind, das neugierig ist. Wie funktioniere ich eigentlich? Das, was du unterzugst, ist das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Und dann wirst du feststellen, der Heiko glaubt, du bist auch dann da außen, wenn du nicht an die Tür denkst. Du musst es nicht verändern, du musst dir dessen bewusst werden, was der Heiko glaubt und zwangsläufig das, was wirklich ist. Dann wirst du schöpferisch. Und dann ist keine Angst. Es gibt nichts, was du denken könntest, was mächtiger ist wie du. Du bist das Einzige, was immer ist. Ob dir das jetzt passt oder ob dir das nicht passt. Alles, was du denkst und alles, was du wahrnimmst, existiert immer nur in dem Augenblick, wo du es denkst und wo du es wahrnimmst. Und es wird für dich genauso sein, wie du glaubst, dass es ist. Egal, welcher Mensch dir jetzt einfällt. Mensch meine ich jetzt Person, wie du es immer definierst. Er kommt aus dir. Also pass auf, fangen wir mal an. Hitler. Nur ein Wort. Das ist eine Datei in einem Schwamminhalt des Wissens. Das heißt, die Vorstellung, die du jetzt hast, die du dir jetzt machst aufgrund dieses Wortes, dieses Geräusches, ob du das liest oder das Geräusch hast,
steht und fällt, es hat nichts mit einer unabhängig von dir existierenden Wirklichkeit zu tun, sondern das ist, was in einem Schwamm drin ist. Da kann kein anderes Bild auftauchen. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du was anderes glauben. Du musst begreifen, es gibt keine unabhängig von dir existierende Wirklichkeit. Es gibt nur diesen Schwamminhalt, das ist dein Programm und der erschafft die Welt, in der du dich zurzeit selbst befindest. Und Heiko, nochmal den Fakten. Das sind Sachen, die dir bewusst werden können. Du musst erstmalig nichts glauben, was du nicht selber überprüfen kannst, dir bewusst machen kannst. Alles, was dir irgendwelche Religionen, also dein altes Denken, was dir die Naturwissenschaft erzählt, was dir Religionen erzählt, die du mehr oder weniger anbetest, das sind deine Götter. Egal, welche Götter du anbetest, ob jetzt das Naturwissenschaftler sind oder der Papst sind oder Buddha ist. Die muss klar sein, das sind Sachen, die du dir ausdenkst. Du bist wesentlich mächtiger. Ein bewusster Geist kommt immer vor all den Informationen, die er sich ausdenkt. Das sind nur vergängliche Gedankenwelten. Du Geist hast schon existiert, bevor du an Udo gedacht hast. Und du wirst auch noch existieren, wenn du nicht mehr an Udo denkst. Du brauchst den Udo nicht und du brauchst auch den Heiko nicht. Was du brauchst, ist ein höherer Geist, der dich inspiriert. Das bin ich, das ist ich UB. Dass ich jetzt als UB in einem Traum, als Brösel in Erscheinung drehe, das ist ja nur, weil du immer nur von oben nach unten schauen kannst. Du bist der Einfallspinkel und du malst dein Bild. Du siehst nur das, was du denkst. Aber jetzt wird dir irgendwann einmal bewusst, Menschenskind, wer lässt mich das malen? Dann fängst du dich an, für den Maler zu interessieren, der dich führt. Das ist bei weitem noch nicht Gott, das ist zurzeit ein Programm, das ist der Glaube vom, der Wissenglaube vom Heiko. Kannst du ungefähr folgen? Beispiel mit einem Fernsehgerät, Heiko. Das zurzeit schaust du dir einen Film an und für dich, du hast vergessen, dass du eigentlich nur fern siehst. Das ist ja hier und jetzt. Okay, und jetzt ist es, dass du in dieser ersten Form, wenn du Filme anschaust, musst du zuerst die Metaphern dieser Märchengeschichten, dieser Filme, nennen wir das Märchengeschichten, durchschauen. Wenn du das einmal durchschaut hast, Heiko, dann werden dich die Filme langweilen und dann interessiert dich dafür das Fernsehgerät selber. Wie funktioniert der Fernseher? Und jetzt pass auf, wenn ich jetzt dir als Radio- und Fernsehtechnik erkläre, wie ein Fernseher funktioniert, und mal im Praktischen, dann gehen wir dann mal auf die Hinterseite, wir schrauben den Deckel runter und dann nehmen wir irgendwelche Messgeräte und Oszilloskope. Wir wollen ja sehen, was da lebt in dieser Maschine. Und um dir das zu zeigen, muss ja der Fernseher eingeschaltet sein. Kann dir das, macht der, kann ja an einem ausgeschalteten Fernseher nichts messen. Das heißt, es muss nach wie vor ein Film laufen oder irgendwas laufen, um dir zu erklären, wie der hinten funktioniert. Bloß du verlagerst jetzt den Fokus, dass der Film vollkommen sekundär wird, weil jetzt interessiert dich, wie funktioniert das Gerät, das den Film wiedergibt. Pass auf, ich mach's mal anders. Du denkst, wir denken uns jetzt an kleine. Der kleine Heiko hat Kind Heiko. 4 Jahre alt. Der kriegt ein großes rotes Feuerwehrauto geschenkt. Okay? Interessant immer, wenn ich mir denke, denke ich mir sehr viel. Da ist jetzt erst einmal das Rot ist der Adam und F. Euer sind die Facetten in dir. Diese ganzen Gesichter in dir. Und Automatismen sind rotes Feuer, F. Euer, Automatismen. Du kriegst dazu einen Riesen in dir, einen Riesen in deinem Adam-Dasein, kriegst du einen Riesen, viele Facetten, Face, Gesichter, und das sind deine Automatismen. Also du kriegst ein Feuerwehrauto von mir geschenkt. Und das ist dein absolutes Lieblingsspielzeug. Du willst nur noch Feuerwehrauto spielen und wirst irgendwann einmal der Feuerwehrmann werden. Aber jetzt wirst du natürlich größer werden und mit dem Älterwerden verlagern sich deine Interessen. Das heißt, irgendwann kommt dieser Erforscher in dir und jetzt macht es dir eigentlich keinen Spaß mehr, hier mit dem roten Feuerwehrauto Feuerwehr zu spielen. Jetzt interessiert dich, wie funktioniert dieses rote Feuerwehrauto. Das hat hier so eine Drehleiter, wo man rausfahren kann, mit einem Schlauch, mit einer kleinen Spritzpumpe mit drin. Das heißt, du zerlegst jetzt das Feuerwehrauto, weil dich interessiert, wie das innen aufgebaut ist. Okay, ich mach mal Mädchen, sag ich mal, du kriegst so Kullertränchen. Kennst du Kullertränchen noch? Von Mattel hat es Kullertränchen gegeben. Das waren so Puppen, denen konnten wir Fläschchen geben. Und die haben dann praktisch gebingelt und geheult. Drum Kullertränchen heißt, Mädchen, sage ich immer wieder, du kriegst ein Kullertränchen, das ist dein Lieblingsspielzeug und irgendwann langweilt dich und du zerlegst die Puppe, weil du wissen willst, wie die funktioniert. Okay, so erzähle ich dir das jetzt alles. Pass auf, ich erzähle dir deshalb, das rote Feuerwehrauto ist daheim. Du hast bis jetzt dein ganzes hier und jetzt ausgedachtes, aufregendes Leben lang Feuerwehrauto, du hast Heiko gespielt. Und jetzt musst du an den Punkt kommen, wo du diesen Heiko zerlegst und nachschaust, wie er funktioniert.
Und pass auf, das erfordert in keinster Weise, dass du an dem Heiko was veränderst. Das ist ja das Verrückte, dass ich überhaupt nicht will, wenn ich den Heiko anders gewollt hätte, hätte ich ihn ja anders erschaffen. Der Heiko ist ein Samen, konnte es in die Erde gepflanzt. Der Samen, der vergeht so und so. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn kein Lebenskeim drin ist, dann verfault er ganz einfach. Das ist die Masse der normalen Menschen um dich herum, die du dir ausdenkst. Wenn ein Geistespunkt drin ist, ein Lebenskeim drin ist, dann wird dieser kleine Samen, wird praktisch aus sich einen Trieb raustreiben. Okay? Jetzt stell dir das einmal plastisch vor, weil all die Bilder sind Symbole. Das heißt, wenn dieser Reis auftaucht, der hier, der will den Himmel entgegenstreben, bildet der ein kleines Paket in diesen Samenkorn, das du mal bist jetzt, okay? Und jetzt pass auf, was passiert mit dem Samenkorn? Es verfault trotzdem. Was jetzt aber interessant ist, wenn dieser Trieb, der hier rauswächst, das ist dein Bewusstsein, wird jetzt dieses Samenkorn, das verfault, weil dort die ersten Wurzeln drin sind, ist das Erste, was du zum Essen bekommst, ist praktisch das verfallende Heiko, das du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Was überbleibt, ist der Trieb, nicht der Heiko, der jetzt da ist. Pass auf, ich mache das mal einfacher. Du denkst dir jetzt, du warst der Säugling. Aus dem Säugling ist das Schulkind herausgewachsen. Hat nicht dieses Schulkind letztendlich den Säugling aufgefressen? Aus dem Schulkind ist ein Erwachsener rausgewachsen, ein Jugendlicher. Der Jugendliche hat das Schulkind gefressen oder der jetzige Heiko hat den Jugendlichen gefressen. Und der G-Reis, der werden wirst, der Kreis, der werden wirst, bei den jetzigen Heiko auffressen. Es ist aber immer dasselbe Geist, es ist immer dasselbe Ich, was ich dir gerade erklärt. Du wirst dein Ich nicht verlieren. Das heißt, der Geist, der mir jetzt zuhört, ist das Einzige, was an dir ewig ist. Der muss nur begreifen, dass der Heiko was Ausgedachtes ist. Das ist die Rolle, die du zurzeit spielst. Und es ist jetzt ein großer Unterschied, Heiko, ob du das rational begreifen musst, was ich dir sage. Das ist ja eigentlich schon der Fall. Solange du etwas nur begriffen hast, Heiko, greifst du nach etwas. Übrigens, in dem Wort greifen steckt zum einen das Wort reifen, den man uns sammeln kann, aber auch der Laufrad, der Reifen. Täglich grüßt das nur mit dir. Wenn du es verstanden hast, dann bleibt das Ding stehen, dann bist du im Hier und Jetzt. Und pass auf, das sind Stufen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du das auch angenommen fährst mit dem Auto, du hast in dir Reaktionsmechanismen. Du fährst mit dem Auto und du passt nicht auf, und du fährst in dein neues Auto und Kratzer rein. Okay? Du musst der werden, der den Heiko beobachtet. Was passiert in dem Moment, wenn der Heiko dieses sinnliche Geräusch hat? Scheiße! Okay? Jetzt pass auf, beobachte das einmal. Der Heiko leidet nicht wegen dem Kratzer. Der Kratzer tut nämlich nicht weh. Vielleicht, wir denken uns einmal, in dem Moment hast du einen Kratzer erschaffen. Du hast einen neuen Wesen Leben geschenkt. Vielleicht ist der Kratzer sich, ich bin ja jetzt plötzlich, vorher war ich nicht. Du weißt das schon. Was ich dir eigentlich damit sagen will, ist, wenn du dich jetzt alterst, du fühlst dich scheiße, weil du dich alterst. Aber dieser Ärger, der dich scheiße fühlen lässt, ändert nichts an dem, was in dem Moment ist. Also es ändert nichts an dem, worüber du dich ärgerst. Dir fällt der Glas runter. Scheiße. Du musst das Glas spüren, das tut dir nicht weh. Was dir weh tut, ist deine zwanghafte Reaktion, weil du damit nicht einverstanden bist. Und jetzt pass auf, das hast du ja mittlerweile begriffen, hoffe ich. Aber du hast es noch nicht verstanden. Weil wenn du es verstanden hast, wirst du dich über nichts mehr ärgern. Du hast es mittlerweile in dem Programm von dem Ego zwar als richtig angesehen, dass Ärger nichts bringt, aber du lebst es noch. Jetzt setzen wir den Ärger aus. Und wir ersetzen diesen Ärger mit dem, was der Heiko leidlich kennt. Dich fällt aus nichts. Plötzlich wieder eine vollkommene Existenz da an. Die Knall hatte gnadenlos Existenzangst. Kennst du das? Kennst du das wirklich?
Gott, ist spaßig, ne? Und jetzt fühlst du dich total scheiße. Aber was ist diese Existenzangst? Und was, von was reden wir jetzt eigentlich? Dir fallen einfach Gedanken ein. Es sind einfach nur Gedanken, die in dir auftauchen, Gedanken werden. Die kommen aus nichts, willst du nicht. Aber die tauchen trotzdem auf. Du schaust deinen eigenen Gedanken an und hast vor deinen eigenen Gedanken Angst. Weil du wieder vollkommen unbewusst bist, weil du meinst, das, was du jetzt denkst, mit Zukunft, es gibt in der Zukunft nichts. Dir kann nichts passieren morgen, übermorgen. Wenn dir was passiert, passiert es dir jetzt. Und berühre dein Herz, erkenne mich, ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit hier und jetzt, ich bin du. Und berühre dein Herz. Ich sehe dich und berühre dein Herz, erkenne mich. Ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit, hier und jetzt. Ich bin du und berühre dein Herz. Ich sehe dich und berühre dein Herz. Erkenne mich, ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit, hier und jetzt. Ich bin du und berühre dein Herz. Ich sehe dich und berühre dein Herz. Erkenne mich, ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit, hier und jetzt. Ich bin du und berühre dein Herz. Ich sehe dich und berühre dein Herz. Erkenne mich, ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit, hier und jetzt. Ich bin du und berühre dein Herz. Ich sehe dich und berühre dein Herz. Erkenne mich, ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit, hier und jetzt. Ich bin du und berühre dein Herz. Berühre dein Herz, erkenne mich, ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit, hier und jetzt. Ich bin du und berühre dein Herz. Ich sehe dich und berühre dein Herz, erkenne mich, ich bin du und du bist ich. Ich bin alles, was ich sehe, liebe Einheit, hier und jetzt. Ich bin du.